Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Folge Bus-Simulator. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wir wollen ja nun langsam aber sicher mal zum Ende kommen hier mit dem Bus-Simulator. Deswegen, ja, schleunigst hier weitermachen. Wir haben natürlich schon die letzten Haltestellen aufgelevelt, sodass wir jetzt dementsprechend in der neuen Mission sind. Und die sieht folgendermaßen aus. Mit dem Ziel oder mit dem Namen Einkaufstour. So nennt sich, wie gesagt, die neue Aufgabe. Wir haben die neue Strecke schon erstellt. Diese werden wir jetzt auch fahren, ja, damit wir das Ganze dann auch soweit abgeschlossen haben. Und das sollen wir halt noch mit einem Erdgasbus abfahren. Und ja, von daher würde ich sagen, wählen wir unsere Linie aus und lassen uns mal überraschen, was da jetzt noch so auf uns wartet. Wir gucken mal. Das müsste hier die sein. Sigwallen-Lido nach Sonnenstraße. Genau, das ist sie. Das dürfte eine äußerst lange Linie werden. Deswegen hoffe, dass ihr ein bisschen Zeit mitgebracht habt. Und wir schauen mal. Der Erdgasbus. Wo haben wir denn hier einen? Wir hatten noch letztens hier mit der sauberen Luft, hatten wir noch einen gemoddet hier. Wir haben einfach zu viele Busse. Das ist absolut fantastisch. Aha, aha. Da ist er. War es der? Ja, genau, das ist der Erdgasbus. So, dementsprechend sind wir wieder mal startklar und ja, wir legen los. Sigwallen-Lido. Schon lange nicht mehr hier gewesen. So, alles einsteigen. Geding, geding. Ich brauche eine Fahrkarte. So, Tag, Standard, Brücken. Danke. Eine Fahrkarte bitte. So, Tag, Student, Brücken. Danke. 60. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Tag, Senior, da haben wir jetzt alle durch. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. So. Das Aufleveln auf Stufe 8 mache ich dann wieder offscreen. Dass wir dann in der nächsten Folge hoffentlich schon die nächste Aufgabe dann sehen. Noch ein Tag, dann habe ich endlich frei. So. Oh, Mist. Ich habe vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Speckgürtel da voran. Naja, dann geht's in Pizza. Da fahren wir jetzt hier mal ein paar Haltestellen. Dann geht's nach Sonnenstein. So, sie fallen das weg. Ruhig. Immer ohne Unfälle durchgekommen. Das ist ja schon was. Es ist aktuell echt viel gerade in der Umwelt los. Deswegen ihr wahrscheinlich in der letzten Woche schon wieder gemerkt habt, dass das wieder kein Bus-Simulator kam. Ja, das kann man echt nicht abschätzen. Mal gar nichts, ja. Dann kommen sie dann alle auf einmal. Die Wiederholung von Staffel 15 von Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. Staffel 15. Das ist ja so ein bisschen wie GZS wahrscheinlich hier. Müssten wir auch schon mittlerweile, weiß ich, 10 Staffeln haben. Warst du gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk? Die Welt hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar. Wenn wir jetzt mal gleich drehen. Oh, ich habe vergessen, die Blumen zu gießen. Ist ja Gott sei Dank ja alles möglich. Bus-Simulator. Da passt das schon. Ich find's immer geil. Hab ich den Herd ausgemacht? Fällt mir jetzt halt extrem stark jetzt halt auf. Ne? Meine, die erste Folge Bus-Simulator, die haben wir ja letztes Jahr im September, glaube ich, abgedreht oder sowas. Ja, da
Das Video wird immer noch geguckt. Ja, da kommen immer noch Kommentare drauf. Und in der ersten Folge müssen wir uns scheinbar recht dämlich angestellt haben. weshalb dann immer noch nur irgendwelche Kommentare kommen. Ja, du bist doch zu doof dafür. Und hier und da, das hättest du so und so machen müssen. Ja, ich finde es immer so erstaunlich, dass die Leute dann tatsächlich immer wirklich denken, das scheint aktueller Content zu sein, der jetzt wirklich ein paar Tage alt ist. Vielleicht auch noch in einer komplett anderen Version, die kaputt war vielleicht noch, ja, wo es vielleicht noch nicht ging und es mittlerweile gefixt worden ist. Interessant dann immer, dass die Leute das dann echt dann mitbekommen, dass das Video halt einfach schon 3-4 Jahre alt ist, ja, dass da echt noch andere Zeiten waren. Weiß ich nicht. Wie man damit dann immer umgehen soll halt. Also ich weiß ja nicht, was da schief gegangen ist in der ersten Folge. Wie gesagt, das müsste man sich direkt mal angucken. So, wir müssen mal ganz kurz. Winter der Leidenschaft ist so eine geniale Serie. Glaubst du, Hans wird je wieder zurückkommen? So, jetzt kann alles ausfallen. Genau pünktlich. So. Wiedersehen. Ja, also wie gesagt, also. Tschüss. Fand ich das tatsächlich jetzt schon echt interessant, denn ich dann immer noch heute. Ich brauche dann, eine Fahrkarte. Ja, Kommentare da lese, wie, was, halt, warum und so. Danke. Meine mehr als. Das ist halt wahrscheinlich irgendwie ein bisschen irgendwas schief gegangen. Das kann dann passiert sein. Haben wir den jetzt eigentlich mit drin? Den Rollstuhlfahrer? Noch schon, ne? Ja, also keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe gestern Shampoo gekauft. Ah ja. Wollte ich mal so erzählt haben, weil ich das schon recht interessant fand. Ich überlege mir ein Projekt zu schaffen. Das, das Projekt, hier musst du mal, bezieht sich auch ganz schön. Ne? Das wollen wir mal lassen. Ich habe nicht gedacht, dass wir heute immer noch hier dran sitzen. In DLC doch mehr drin als gedacht halt, ja. Aber es ist halt wieder wie auch beim Ende des Bus-Simulators halt so eine Aufgabe, die sich halt unbased in die Länge ziehen. Ganz schön, das ist der Busse. Ich habe vergessen, die Blumen zu gießen. Gesehen. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Aha. Tag, Standard, Brücken. Danke. Dann geht's weiter. Ja, dass sich das Ganze wieder so ein bisschen so zieht halt, ne? Wie zum Ende des Bus-Simulators. Finde ich mal ein bisschen schade, dass man das Ganze so extrem lang dann immer zieht. Bis jetzt auch noch nichts Neues irgendwie gehört, dass hier irgendwelche neue Inhalte geplant sind. Still Alive ist ja jetzt aktuell an einem anderen Projekt dran.
was irgendwie was mit Außerirdischen zu tun hat, irgendwie sowas. Swarm nennt sich das oder irgendwie sowas, wenn du jetzt hier nicht alles täuscht. Also rein gar nichts mehr mit Simulation oder sowas. Das ist ein bisschen schade. Eine Fahrkarte, bitte. Wo ich aber sagen muss, kann ich verstehen, dass man sich jetzt nicht nur auf ein Genre so konzentrieren möchte, sondern sich ein bisschen weiter erfinden möchte. Ich brauche eine Fahrkarte. Und von daher, ja, sei es die Idee. Danke. Gucken, was eine Fahrkarte, bitte. Vielleicht kommt der Nachswarm, dann vielleicht der nächste Simulator. Man weiß es nicht. Müssen wir uns diesen Punkt echt überraschen lassen. Zumindest wenn die Fahrt jetzt tschüss. Doch deutlich länger. Bis dann. Hey. Ja, einer mit. Ja, also komm, weißt du, wenn du nicht einsteigst, kann ich daran nichts ändern. Ich kann jetzt nicht warten, dass die jetzt hier sich in diesen Bus reinzittern müssen. Ja. Also viel Zeit haben wir dann doch nicht. Ich bin sowieso mal gespannt auch, dadurch, dass ja nun an Gamescom ja dieses Jahr flach fällt, haben wir eigentlich in dem Sinne überhaupt keine Chance, irgendwie zu erfahren, ob was für neue Simulationen jetzt gerade irgendwie so kommen. Ja, da hat man ja irgendwie schon gesagt zumindest, dass das Ganze ja wohl in der Richtung rauslaufen wird, dass man es einfach dann per Video einfach veröffentlicht hält. Aber man weiß halt nicht, worauf man sich dieses Jahr zum Beispiel noch so freuen kann. Das ist immer so eine schöne Sache gewesen bei der Gamescom, ne? Da wurden dann ganze Spiele dann so gezeigt. Eine Fahrkarte bitte. So, okay, cool, darauf kannst du dich freuen ich oder sowas. Ja, das fällt halt komplett flach. Das ist ja dank Corona. Danke. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Das ist echt nicht mein Wetter. Tag, Standard. Zwei. Danke. 50. Ja, also wie gesagt, weiß man jetzt aktuell nicht, worauf man sich hier noch freuen soll. TML Studios hat sich ja noch nicht groß irgendwie zugemeldet. Noch weiterhin. Aber da gibt's nichts Neues. Onzi Addons, das sieht auch dieses Jahr dann schon echt mau aus. Da, was kommt noch? Anstehen gibt's natürlich noch, also... Ich überlege, mir einen Hund anzuschaffen. Echt? Wie kommt's? Nächsten also, jetzt noch. Das, ich glaube, das wäre total schön. Die C2-Stadtbusfamilie. Aber ich weiß natürlich, die ganze Arbeit. Steht noch an, aber das war's dann auch schon. Und, das sieht dann schon wirklich dürftig aus in der ÖPNV-Welt. Ja, wenn da jetzt echt nichts mehr kommt, so in der Richtung. Heieieiei. Da haben wir eine schöne, lange Losstrecke. Bis dann irgendwann mal was passiert. Klar, wie gesagt, also es wird halt immer mal wieder so Updates geben, so rund um Lotus und alles sowas. Aber das ist halt Lotus halt, ne? Also bis die da irgendwie große Fortschritte machen, wird es auch noch eine ganze Weile dauern. Und sonst, ja. Können wir auf jeden Fall gespannt sein. Das ist dieses Jahr nicht noch erwartet. Ich muss nämlich ganz ehrlich gestehen, ich glaube nämlich nicht mehr, dass noch neuer Content für den Bus-Simulator kommt mittlerweile. Weil, wenn, dann hätte man schon viel, viel früher was ankündigen müssen, dass da irgendwas geplant ist. Natürlich halt durch die neue Entwicklung von dem neuen Spiel, das Swarm oder wie das Ganze da heißt, ja, wird
wird man sich wahrscheinlich eher auf andere Sachen konzentrieren als hier DLC für irgendein uraltes Spiel. Ihr habt schon mittlerweile echt über 2 Jahre existiert. Dass man da noch immer irgendwie was Neues rausholt. Das bezweifle ich. Also. Das bezweifle ich fast. Naja, wie gesagt, also dementsprechend haben wir halt noch den Bus-Simulator. Den machen wir jetzt, wie gesagt, mal zu Ende. Dürfte wohl nicht mehr ganz so viel sein, was uns jetzt hier noch erwartet. Denn freigeschaltet haben wir alles. Ja, so. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass wir das nicht mehr schaffen. Das wird zwar ein Akt werden, weil es wahrscheinlich jetzt in die nächste Mission einfach nur noch darum geht, das Spiel jetzt deutlich in die Länge zu ziehen, als wir hier einen schnellen Abschluss zu finden. Von daher schauen wir uns das Ganze, wie gesagt, dementsprechend mal an. Ja, Fernbus-Simulator und ganz ehrlich, der Tourist-Bus-Simulator interessieren eigentlich überhaupt nicht. Sie sind nicht schlecht von TMS Studios. Ja, sie sehen grafisch echt extrem gut aus. Sie haben eine gute Engine gewählt, halt mit der Unreal Engine. Das läuft sehr gut, halt auch alles. Aber es, dadurch, dass ich mein System gewechselt habe, ne, ist mir der Speicherstand. Du solltest dir echt mal die Aussicht am Hafen ansehen. Der Tourist-Bus Simulator verschwunden. Ärgerlich. Weil man es ja irgendwo hinspeichert, wo es nicht hingehört. Den Speicherstand. Und ja, mir jetzt ein bisschen die Lust genommen hat, jetzt nochmal von vorne anzufangen. Zumal mir das ganze Spielprinzip jetzt nicht so gefallen hat. Auch die ganze Karte fand ich jetzt nicht so prickelnd. Also, ich denke mal, dass das Projekt dann halt kennst du. Wo ich mir vielleicht mich nochmal ransetzen würde, wäre vielleicht nochmal der Flixbus-Simulator, aber auch das weiß ich nicht. Da gibt es eine schönere Alternative, eine bessere Alternative, die wir uns jetzt auch demnächst mal anschauen werden. Und ich denke mal, da sind wir deutlich besser mit ihm als ja, den Flixbus-Simulator. Wie gesagt, klar, noch mal wieder was rauskommen. Ja, ein Freeware-Content, den wir uns halt anschauen werden. Aber nee, halt nicht wundern, ja, dass so die nächsten Wochen, Monate jetzt hier auf dem Kanal doch relativ ruhig werden. Klar, der Flight Simulator 2020 kommt noch, aber da weiß ich halt, dass nicht allzu viele den jetzt so toll finden. Obwohl, der sieht schon echt nice aus. Also, wenn man wirklich eins sagen muss, das sieht echt nice aus. Spielen werden wir auf jeden Fall. Schöne ist halt, wenn du eine Xbox-Mitgliedschaft hast, dann kriegst du den ja umsonst. Bin mal gespannt, was der denn so kosten sollte, wenn er dann mal erscheint. Und echt am überlegen. Ja, Transom World 2 klarkommt. Ja, hat man ja letzte Woche ja angekündigt. Muss ich schon sagen, freue ich mich schon drauf. Bin ja eher so sowieso ja der Fan von Transom World als ja, den Train-Simulator von DuckTale Games. Ich weiß nicht, ich werde mit dem halt nicht warm. So wie damals der Microsoft Train Simulator, ja, den habe ich abgrundtief gut. Ja. Das ist, ich habe hier über meinem Monitor einfach instant alles stehen, ja, also Hauptspiel plus inklusive alle DLCs, ja, die ich mir zusammengesucht habe. Steht alles hier, ist leider auf Windows 10 ja nicht wirklich benutzbar. Ja, großartig, Microsoft hat ganz große Arbeit geleistet, weil man das Ding einfach nicht mehr supporten muss. Bei GOG habe ich auch schon angeschrieben, wie sieht's aus, macht doch mal das Spiel Windows 10 lauffähig. Laufen tut's halt irgendwie mit Umwegen, bloß dass es bei mir halt nicht geklappt hat. Da scheint es dann wieder von Version zu Version wieder unterschiedlich zu laufen. Und mit den ganzen Virtual-PCs funktioniert das auch wieder nicht, ja, weil die nicht hier Grafikkarte drin haben. Oder nur so eine Software-Grafikkarte und die erkennt Dateien-Simulator dann nicht und so weiter. Laptop zu schwach, ja, der noch Windows 7 drauf hat, Windows 7 würde laufen. Also alles in allem funktioniert einfach gar nichts. Das ist halt
mega ärgerlich. Es wird pünktlich. Ja. Danke sehr. Tschüss. So viel also zum Microsoft Train Simulator. Wie gesagt, der ist nicht schlecht. Ja, der Train Simulator, aber er kommt halt einfach nicht an die Qualität halt ran. Meiner Meinung nach, wie er Train Sim gehört. Ja, bietet weniger Strecken und so weiter. Ne? Und so. Du wisst ja alles. Ne? Aber ich finde das halt einfach. Es sieht halt einfach richtig gut aus. Es läuft dazu noch richtig gut. Dieses freie Bewegen halt im Zug, ja, das macht schon einiges her. Anders als zum Beispiel jetzt im Train Simulator. Und man hat auch Track HR angekündigt und der Rail Driver funktioniert dann auch irgendwann im Laufe der Zeit. Dann soll da ein Update dann kommen, dann soll das Ganze umgesetzt werden. Also auch da richtig geiles Spielzeug mit dabei, wenn du das dann natürlich hast. Ich selbst hab's ja, ne? Also Track HR, klar, Cappy ohne geht gar nicht mehr mit OMSI. Ja, aber der Rail Driver, den habe ich ja auch noch hier zu Hause rumstehen. Aber der wird eigentlich gar nicht mehr benutzt. Aber vielleicht bei Trains und World 2 vielleicht dann doch mal wieder eine Möglichkeit, das Ding mal wieder ein bisschen zu entstauben, rauszuholen. Um ja, dementsprechend das Ganze da abzuspielen. Ich denke mal, das kommt nochmal dick cooler rüber. Obwohl ich zum Beispiel nicht verstehe, warum man sich wieder auf Track HR konzentriert. Ja, Track HR ist ja nun doch schon ein bisschen älter, statt gleich auf VR zu gehen. Weiß nicht, viele Entwickler trauen sich absolut nicht an die VR-Thematik ran. Deswegen bin ich ja so überzeugt von Lotus, weil Lotus sagt so, VR ist kein Problem, ja. Klar, läuft nicht, ja. Wäre ja schön, wenn das flüssig laufen würde, ja. Ist leider noch nicht der Fall. Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. Hofft man mal, dass es irgendwann mal, wenn das Ding mal released wird. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. Aber bis dahin hat Lotus noch einige Baustellen, definitiv, die erstmal abgearbeitet werden müssen. Ja, man hat auch die PlayStation 5 angekündigt. Das sieht richtig nice aus. Da freue ich mich sehr drauf. Man plant ja wohl noch den Release dieses Jahr. Bin mal gespannt, wo dann die Simulationswelt hingeht. Ich meine, sie hat ja jetzt einen Fuß gefasst, muss man ja sagen, ne? Mit dem Landwirtschaftssimulator, dem Bus-Simulator, Train Sim World halt. Ne? Sind die ersten richtigen, vollwertigen Simulatoren, halt auch auf einer Konsolengeneration, auf der PlayStation 4 und der Xbox One, hat man da jetzt sich eigentlich mal ein bisschen geöffnet, sage ich mal, und mal getraut, sich auch mal so Simulationen auf eine Konsole zu bringen. Train Sim World 2 soll wohl auch auf Konsole kommen. Die Rest ist natürlich wieder auf dem PC angucken, weil wahrscheinlich der PC doch nochmal einiges hermacht. Auch, ich denke mal, auch mit der PlayStation 5 wird es wahrscheinlich auch auf dem PC ein Tick besser aussehen halt. Ne? Du hast halt mehr Einstellungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Ja, das ist wahrscheinlich dann auch weiterhin da auch auf dem PC spielen werde. Zumal, wie gesagt, ich da die ganzen Funktionen benutzen kann, wie Track HR und alles was. Ne? Das kannst du ja auf der Konsole ja nicht benutzen. Versuchst du dir schon mehrmals zu überholen, kommt auch nicht rum scheinbar. Nächster Halt, Sandstein. Hauptplatz.
Daniels Honigladen gibt es den besten Honig der Stadt. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Oh, Woche, Standard, 3 Stück an der Zahl. 6 gibt zurück. Danke. Bitte. Alle drin? Will da jemand mit? Nö. Oma läuft weg. Dann hat sie Pech. Ich hab euch wieder erschrocken, war meine Frau wieder mal im Hintergrund. Die hasst YouTube so. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Sagen, ich bin echt stolz darauf, dass wir den Bus-Simulator wirklich von Anfang bis zum Ende durchgespielt haben. Ich meine, wir sind noch nicht am Ende angekommen, also von daher ist alles offen. Ne, aber wenn ich es jetzt echt schaffe, den jetzt hier durchzuspielen, dann ist es auch der erste Bus-Simulator, den ich durchgespielt habe. Ich glaube, damals den habe ich nicht durchgespielt. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Bitteschön. Den habe ich nicht durchgespielt, den Bus-Simulator. Eine Fahrkarte bitte. Danke. Ja, bitteschön. Eine Fahrkarte bitte. Jetzt auch noch ein Ticket. Standard. Danke. Sehr schön. So, genau, dann werde ich mal gucken. So. Machen wir noch ein Bild. Baldin. Perfekt. Dann gleich mal hoch. Das ist unsere Route hier, die wir hier haben. Oh, dann werden wir jetzt gleich mal ein Ticket drücken. Was? Ach so, hier bitte. Hier. Na klar. Hier. Hier ist die Fahrkarte. Und wo hab ich denn... Was? Achso. Na klar. Klar. Kein Schwarzfahrer dabei. Adam. Halbe Stunde wieder. Gut, dass ich das alles schon vorher gemacht habe und geplant. Ich hoffe, es war für euch so in Ordnung gewesen. Wie gesagt, in der nächsten Folge wird es dann wahrscheinlich dann so weiter, so beibehalten. Ich werde jetzt halt die Haltestelle jetzt aufleveln im Offscreen. Und sobald wir das nächste geschafft haben, werden wir dann das Ganze dann dementsprechend weiterspielen. Denn, ja. Damit wir jetzt ja auch langsam mal vorankommen und es jetzt hier nicht so lange festhalten. Ich hätte jetzt überlegt, ob wir einen Livestream machen, einfach zum Finale. Aber ich glaube, absolut pünktlich. Danke das sehr. Sollte auch mit Folgen eigentlich vollkommen funktionieren. Gehe ich mal stark davon aus. Also, kommt zwar jetzt nicht 2-3 Folgen jetzt in der Woche, sondern nur eine Folge, weil ich auch noch ein paar andere Projekte habe. Aber wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass es für euch in Ordnung ist. Und von daher, ja. Ja, ich würde gerne hier, genau. Ah, Sonnenstraße fehlt noch, die brauchen wir noch und dann brauchen wir glaube ich noch eine. Cool, so viel ist nicht mehr, wie ich jetzt hier aufleveln muss. Das ist perfekt. Oh, nee, ich angestellt, da wollte ich jetzt nicht hin. Ich habe noch mal... Gut gemacht, das war erfolgreicher als ich erwartet habe. Viele Anwohner sind bereits auf unsere umweltfreundliche Art des Reisens umgestiegen. In der Tat haben sogar ein paar Touristen eine umweltfreundlichere Verbindung zum Lido und den Shops in der Altstadt vorgeschlagen. Erfüllen wir doch ihren Wunsch. So, also die nächste Haltestelle, oder die nächste Route wäre so.
Machen wir es anders. Machen wir hier die Haltestelle. Und die schieben wir jetzt einfach nach oben. Sagen noch, dass wir die umdrehen wollen. Und zack, da haben wir es. Speichern das Ganze. Und so sieht dann praktisch jetzt meins aus, was ich jetzt im Offscreen fahren werde. Ein paar Mal. Und dann haben wir das auch geritzt. Und dann sehen wir uns dann praktisch zur nächsten Folge Bus-Simulator hier wieder. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ja, wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendwas, schreibt es unten in die Kommentare. Dazu ist es da. Würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, über Feedback von euch. Und sonst, ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.